Es gibt einen unglaublich genialen Grund, weshalb du dieses Pulver auf deinen Teppich kippen solltest. Was es damit auf sich hat und wie das unglaubliche Endergebnis aussieht, zeige ich dir am Ende des Videos. Dies hat sogar zwei enorme Vorteile, doch die richtige Vorgehensweise ist hier sehr wichtig. Dafür solltest du zuerst etwas von diesem weißen Pulver auf deinem Teppich verteilen, entweder auf dem gesamten oder nur an bestimmten Stellen. Jetzt solltest du dir eine Spülbürste oder allgemein eine Bürste mit solchen Borsten schnappen und das Ganze ein wenig in den Teppich einarbeiten. Vielleicht musst du auch noch etwas nachnehmen. Dadurch sorgst du dafür, dass in den gesamten Fasern etwas von diesem Pulver bleibt. Wir arbeiten es so also richtig schön ein und das ist wirklich wichtig für die weitere Vorgehensweise. Denn wenn du das jetzt gemacht hast, dann brauchst du noch eine weitere Zutat. Dabei handelt es sich um Wasser. Dieses sollte im besten Fall richtig schön warm sein. Ich habe jetzt hier heißes Wasser aus der Leitung genommen und sprühe damit diesen gesamten Fleck, wo ich dieses Pulver drauf verteilt habe, ein. Jetzt ist es richtig schön feucht und wir können es mit der Spülbürste nochmal ein wenig nachbearbeiten. Danach sollten wir warten. Ungefähr 4 bis 5 Stunden müssen wir das Ganze trocknen lassen. Du kannst es aber auch über Nacht trocknen lassen. Bei dem Pulver handelt es sich übrigens um Natron. Das bekommst du auch bei mir im Shop. Link unten in der Videobeschreibung. Wenn die Zeit um ist, kannst du das jetzt getrocknete Natron einfach wegsaugen. Denn durch das Wasser haben die Poren sich geöffnet und so kannst du Flecken entfernen. Das heißt, wenn du einen Fleck wie diesen auf deinem Teppich hast, sollte er danach komplett weg sein, wie du gleich sehen wirst. Doch es hat noch einen weiteren Vorteil. Der Natron bindet ebenfalls schlechte Gerüche. Wenn dein Teppich also stinkt oder nicht mehr so angenehm riecht, bekommst du auch die Gerüche aus dem Teppich entfernt. In diesem Fall kannst du es auch einfach am gesamten Teppich anwenden. Und wenn du jetzt noch 8 weitere unglaubliche Tricks mit Natron kennenlernen möchtest, dann schau dir unbedingt das Video an, welches du jetzt auf dem Bildschirm siehst. Klicke direkt drauf.